der rauen Welt des wilden Karakorum mit Gipfeln von 6, 7 und 8000 Metern Höhe. Von dieser Bergkette, die zum Himalaya gehört, geht eine magische Anziehungskraft aus, der allein an ihrem höchsten Gipfel, nämlich dem K2, in den zurückliegenden Jahrzehnten 13 Bergsteiger zum Opfer fielen. Dass im Sommer 86 noch einmal 13 Männer und Frauen am K2 sterben sollten, ahnte niemand. Julie war ein besonderer Mensch. Es ist ohnehin schon etwas Außergewöhnliches, ob Mann oder Frau, in diesen Höhen zu klettern. Man ist an der Grenze des Daseins, dessen, was noch möglich ist. Wenn man dann außerdem noch filmt oder Tonaufnahmen macht, so ist das noch ein darüber hinaus. Es erfordert auch eine ganz besondere Liebe und Begeisterung, so etwas zu tun. Und die hat Julie gehabt. Wir waren beide völlig auf einer Wellenlänge. Das Abenteuer, das Leben aus den höchsten Höhen, die der Mensch erreichen kann, herunterzubringen. Und jahrelang ist uns das auch gelungen. Wir kehrten mehrmals zu unserem Traumberg, dem K2, zurück. Und er wurde letzten Endes auch unser Schicksal. Utensilien unserer Zivilisation, wie Sonnenbrille, Sporthemd oder Gummistiefel, zeigen, dass unsere Träger nicht zum ersten Mal von einer internationalen Expedition angeheuert wurden. Um an das Ziel unserer Träume zu kommen, müssen wir eiskalte Gletscherflüsse durchqueren und steinige Pfade an steilen Berghängen in 3000 Meter Höhe überwinden. Der Anmarsch führt durch karges, ödes Gelände im nördlichsten Teil Pakistans. Kein idyllisches Urlaubspanorama empfängt uns. Es ist kein Ausflug in die Sommerfrische. Wechselbäder eines unberechenbaren Klimas, Schnee und Regen, kalte Winde und heiße Sonnenstrahlen gleichermaßen. In der letzten baumbewachsenen Oase Paiu nehmen wir uns Zeit für eine längere Rast. Unsere Träger vom Stamm der Balti machen sich sogleich ans harte Werk. Ans Backwerk. Die Chapati werden für die nächsten Tage und Wochen die bescheidene Wegzehrung sein. Brotfladen aus Weizen und Gerste. Die Hauptnahrung der Einheimischen. Vollwertkost. Für ihre strapaziöse Arbeit zahlen wir unseren Trägern einen für unsere Maßstäbe äußerst niedrigen Lohn, nämlich rund 10 Mark am Tag. Die 1000 Rupien für einen Transportweg zum Basislager bedeuten für sie allerdings einen Jahresverdienst. Kein Wunder, dass diese Jobs äußerst begehrt sind. Der Preis, immer mehr Expeditionen aus aller Welt finden den Weg nach China, Tibet, Nepal oder Pakistan zu den 8000ern des Himalaya. Unsere Träger transportieren nur die notwendigsten Sachen unseres Gepäcks. Die Hauptlast ist mit der großen italienischen Expedition Quota 8000, das heißt Höhe 8000, zum K2 unterwegs. Je höher wir steigen, desto faszinierender sind die Einblicke in diese stillen Winkel unserer Erde.
In den Augen der hier geborenen Menschen sind diese Berge sicherlich mit Mythen verbunden. Angst und tiefe Religiosität lässt sie zu Allah beten. Die Tage der ersten Erkunder sind längst vorbei. Heute treffen hier die Hundertschaften neuzeitlichen Massenbergsteigens mit höchst individuellen Einzelgängern zusammen. Die 200 Träger einer deutschen Expedition finden hier mit unseren fünf Unterschlupf in Zelten und Steinhöhlen. Wärme, vertraute Gespräche mit Männern aus befreundeten Dörfern. Einige tragen noch ihre urtümlichen Kleider und Mützen aus Ziegenhaut und Schafwolle. Andere schmücken oder schützen sich mit Pudelmützen, Regenschirmen, Jogginghosen, Wanderschuhen aus der neuen Welt. Heiß begehrt sind alle vor Unwetter sicheren Lagerplätze. Schon beim Marsch tagsüber sind sie so verlockend, dass einige Träger plötzlich Tempo machen, um für die nächtliche Rast die besten Schlafplätze zu ergattern. Wetterwechsel über Nacht, am nächsten Morgen warme Sonnenstrahlen des frühen Tages. Urdokas heißt dieser Ort. Urdokas, der gespaltene Stein. Solche Expeditionen sind eine unglaubliche Schinderei. Wir müssen uns den Tag des Gipfelglücks Schritt für Schritt erkämpfen. Ohne die Träger wäre es nicht zu schaffen. Ein großes Abenteuer, ganz sicher. Doch Legenden, die sich darum spinnen, erzählen oft nur von der Idylle, vergessen dabei den Staub und die Kälte, Kargheit und Ödnis mancher Wegstrecken. Zugegeben, auch wir erinnern uns lieber an die Augenblicke verzaubernder Schönheit in den Regionen des ewigen Eises. Manche dieser Eistürme sind 30 Meter hoch. Der beschwerliche Weg über Eis und Schnee, Stein und Geröll, mit 25 bis 30 Kilogramm auf dem Rücken, erfordert immer wieder Ruhepausen in kurzen Abständen. Erholung und Entspannung am über 6000 Meter hohen Maitre Peak, der Bischofsmütze. In unermesslicher Ausdehnung liegen die bis zu 70 Kilometer langen Gletscherströme in den Tälern des Karakorum. Abertausende von Eistürmen. Am Ende mancher Gletscher gibt es hier noch heute unerforschte und nie gesehene Winkel unserer Erde. Am Rande dieser bizarren Gletscherlandschaft schlagen wir unser Nachtlager auf, wohlwissend, am kommenden Tag endlich am Fuß des K2 zu sein. Julie blickt immer wieder hinauf zum Broad Peak, 8047 Meter hoch. Er hat drei Gipfel und ist nicht irgendein Berg. Es ist Julies erster 8000er, den sie 1984 bezwang. In 4 Tagen waren Julie und ich im Westalpenstil zum Gipfel hinaufgestiegen. Ich nach 27 Jahren zum zweiten Mal, nach der Erstbesteigung mit Hermann Bull. Wir waren sehr, sehr glücklich dort oben. Eine belebte Wegkreuzung. Selbst noch beladen mit Gepäck begegnen wir hier Trägern, die leichten Fußes bereits auf dem Rückweg vom K2 zu ihren Dörfern oder zu anderen Expeditionen sind. Auch wir werden bald unser erstes Ziel erreicht haben, das Basislager, am Fuß des K2. In 5000 Meter Höhe unsere Welt für die nächsten 3 Monate. Das Eis des Baltoro-Gletschers. Er ist 58 Kilometer lang, bis zu 2 Kilometer breit und hat viele Seitenarme. Hier sehen wir einige der schönsten Berggipfel der Erde, Giogolisa.
Broad Peak. Und natürlich den K2. Am Fuß dieses Berges schlagen wir unsere Zelte auf. Wir sind nicht allein. Nein, die stillen Tage am K2, die ich vor 30 Jahren erlebte, sind längst passé. Das Sprachengewirr beweist, dass diese Bergwelt Menschen aus aller Welt zusammenführt. Individualisten die meisten, höchst verschiedenartig in ihren persönlichen Planungen, der Wahl der Routen, der Art des Aufstiegs, vereint nur im gemeinsamen Ziel, den K2 zu schaffen. Über eine Karte gebeugt, besprechen Julie und ich unsere Route. Die Karte zeigt den Weg der Erstbesteiger des K2 aus dem Jahre 1954. Julie und ich haben uns für diese Route entschieden, auf der damals die Italiener Lino Lacedelli und Achille Compagnoni als erste Menschen den K2 bezwangen. Über den Abruzzensporn, ein steiler Aufstieg. Mehr als 3000 Höhenmeter vom Fuß des Berges zum Gipfel. Schon zweimal hatten wir den K2 in den vergangenen Jahren in Angriff genommen. Wir kamen von China und Pakistan. Wir haben ihn kennengelernt von ganz verschiedenen Seiten, hatten ihn über die Nordkante fast schon bezwungen, als wir wegen Sturm, Schnee und eisiger Kälte nur 600 Meter unterhalb des Gipfels aufgeben mussten. Das war 1983. Unsere Film- und Tonaufnahmen auf unseren gemeinsamen Expeditionen haben uns oft um einen oder zwei Tage beim Aufstieg zurückgeworfen. Während andere Bergsteiger ihre ganzen Kräfte und Energien in die Kletterei stecken konnten, waren wir mit Tonbandgerät und Kamera unterwegs und dokumentierten die Faszination dieser Bergwelt. Extremes Bergsteigen im Himalaya ist oft eine Wanderung auf schmaler Schneide zwischen Gipfelglück und Tragik. Eine Gratwanderung voller Strapazen und Entbehrungen, für die jeder, ob Mann oder Frau, höchste Kondition braucht, Energie, Kraft und vor allem eine enorme Konzentration aufbringen muss. Julia erwarb sich durch Aikido unglaubliche Widerstandsfähigkeit und Durchhaltevermögen. Sie selbst unterrichtete diesen Kampfsport in England und hatte dort den schwarzen Gürtel erworben. Das bunte Alltagsleben im Basislager täuscht oft darüber hinweg, wie allein doch jeder von uns ist. Denn die Entscheidung für den Aufstieg, oft sind es mehrere Versuche in 3 Monaten, trifft jeder oft ganz für sich allein. Es sei denn, es handelt sich um eine große Expedition mit Leitung. Wir alle wissen um die tödlichen Gefahren dieses Berges. Wir wissen, dass es jederzeit jeden von uns treffen kann. Mit der ständigen Hoffnung zu überleben, auf dem Gipfel des Berges glücklich zu sein, ist auch die Ahnung des möglichen Todes immer verbunden. Der Engländer Alan Rouse, im gelben Overall, einer der besten englischen Bergsteiger, im Gespräch mit Julie über das unberechenbare Wetter. Weder sie noch die Mitglieder einer österreichischen Expedition konnten ahnen, welche dramatischen Ereignisse uns und anderen noch bevorstanden. James Bond auf Video im Zelt der Koreaner. Im Film realisieren sich Träume von Ruhm und Ehre, Triumph und Sieg fast spielerisch. Für den Bergsteiger ist die Wirklichkeit völlig anders. Die Polin Mrówka und einige andere hier im Zelt werden ihren Traum vom Gipfel zwar erfüllen oder ihm nahe kommen, aber zu einem hohen Preis. Alan Rouse, ebenso wie der Pole Wojciech Rusch und andere. Wir, die hier drehen,
nicht ausgenommen. Im Gespräch mit einem der erfahrensten Bergsteiger, dem deutschen Kameramann Norman Dürrenfurt, sind die tückischen Gefahren dieses Berges bei aller Begeisterung stets gegenwärtig. Ja, ist schon toll. Ja. Aber es ist eine Mausefalle. Ja. Wenn da wirklich ein Sturm hast, eine Mausefalle. Jeder Schritt ist mühevoll. Wir sind nicht die Einzigen, die bei herrlichem Wetter höher klettern.